Ich glaube, dass der Lehrgang eben so eine Initialzündung war, wo man begriffen hat, dass es eben viel mehr braucht, um eine Managementposition im Profifußball ausüben zu können. Und von daher gibt der Lehrgang einen sehr allgemeinen, aber doch umfassenden Einblick in die verschiedenen Aufgabengebiete eines Sportdirektors und ist demnach sehr, sehr hilfreich für die Aufgaben eines Sportdirektors. Das ist sehr schwierig, weil ich eben genau das sehr gut finde, dass alle Themen besprochen werden, weil ich eben alle Themen sehr relevant finde. Es ist natürlich, als Sportdirektor sind die sehr fußballzentralen Themen interessanter vielleicht, aber was man sieht, ist, dass eigentlich alle Themen miteinander zusammenhängen und von daher finde ich alle Themen gleich relevant und wichtig für die Aufgabe eines Sportdirektors. Weil ich es eben wichtig finde, dass tradierte Rollenbilder aufgebrochen werden, weil für mich eben Entwicklung dadurch beschleunigt wird und weil in meinen Augen auch der Fußball eine sehr große, enorme Impulsgeberrolle gesellschaftlich hat und hier eben als Vorreiter agieren könnte und hier eine große Chance hätte, dies zu tun. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir 4 Frauen sind jetzt in dem Durchgang. Indem man Angebote schafft, indem man die gleichen Möglichkeiten bekommt als Frau. Ich glaube, wenn wir uns innerhalb der Gruppe austauschen, wo wir alle herkommen, dann ist das gar nicht so unterschiedlich. Uns verbindet ja alle der Fußball und das haben wir alle in uns. Und von daher, glaube ich, geht es einfach darum, Chancen darzulegen und dann eben dann auch eine Frau die Möglichkeit zu geben, so eine Position einzunehmen.